Herzlich willkommen bei Lebenskraft TV. Wir haben es alle mitbekommen, in unserer jetzigen Gesellschaft wird eigentlich der Begriff Weiblichkeit nahezu abgeschafft. Und in diesem Gespräch wollen wir uns unterhalten, was eigentlich Weiblichkeit richtig bedeutet. Dazu habe ich bei mir im Studio die Renata Mirschiewska. Mirschiewska. Renata, du machst Seminare zum Thema Weiblichkeit. Mhm. Du bist die Frau vom Karl Grunig, der ja auch schon bei uns war, der diese KI-Seminare macht. Und du hast im Vorgespräch erwähnt, du bist ja über diese KI-Seminare eigentlich zu dem Thema Weiblichkeit, zum eigentlichen Ursprung. Was bedeutet eigentlich Weiblichkeit? Weil man spricht zwar zum Thema Weiblichkeit, der Begriff Weib wurde ja ausgetauscht in den Begriff Frau. Aber es gibt da so die alten Überlieferungen in dem Sinne, was bedeutet eine Frau? Und du gibst ja darüber auch Seminare, du trainierst Frauen, dass sie zu ihrem eigentlichen Ursprung wieder zurückfinden. Mhm. Ja. Erzähl mal, wie bist du da, wie ist dein Werdegang? Was machst du damit eigentlich ganz genau? Mhm. Gut, letztendlich hat es, glaube ich, schon in der Kindheit begonnen. Also ich habe das Gefühl, dass ich schon als Kind irgendwie das Gefühl hatte, als ich so unsere Gesellschaft und viele Familien beobachtet habe, hatte ich das Gefühl, also das, was ich so sehe und erlebe, das kann ja nicht alles sein. Ich glaube, so geht es vielen von uns, dass wir erstmal das Ganze in Frage stellen. Dadurch habe ich für mich irgendwann die Spiritualität entdeckt und ich war so eine ganz richtig so fleißig Suchende in der Spiritualität. Ich habe unwahrscheinlich viel gemacht. Viele Seminare von Pro, übers Atmen, also wirklich sehr, sehr viel. Und irgendwann traf ich ja meinen Mann, Karl Grunig. Und bei ihm bin ich erstmal, kann man sagen, so stehen geblieben. Er hat mich mit einer Welt, mit einer Art der Energiearbeit konfrontiert, die mich total tief berührt hat und bewegt hat. Also das war dieses erste Stopp in meinem Leben. Okay, da ist für mich etwas, was von großer Bedeutung ist. Gleichzeitig bei meinem Mann ist etwas anders abgelaufen oder passiert. In dem Moment, wo er mich gesehen hat, wusste er sofort, das ist die Frau, mit der ich irgendwann arbeiten werde. Ja? Er hat unglaubliches Vertrauen an mich gehabt und wollte, dass ich mit ihm die Seminare leite. Und zwischen uns standen 20 Jahre Erfahrung. Ja? Das heißt, ich war ein paar Jahre dabei und er hat mich da bestärkt, bitte mach mehr mit mir. Und ich dachte mir, wie denn, er hat 20 Jahre Erfahrung. Ich bin noch so aufgeregt vor den Gruppen, wie soll das funktionieren? Und da war ich mehrere Jahre in einem Prozess gefangen. Einem Prozess, wo ich natürlich mein Selbstwertgefühl total anschauen musste, klären musste. Und ich stellte mir immer wieder die Frage, was habe ich da bei der Arbeit verloren? Was habe ich, was mein Mann nicht hat? Ich meine, er war zu der Zeit ein sehr großer spiritueller Lehrer, hat fantastische Seminare gegeben, tut er immer noch. Und eines Tages, das war wirklich so wie eine Mini-Erleuchtung, ich fragte mich, was habe ich, was mein Mann nicht hat? Und die Antwort war, die Gebärmutter, Frau sein. Das heißt, zum ersten Mal, nach dem langen Transformationsprozess, nach den vielen Erfahrungen, haben wir beide entdeckt, dass auch wenn wir über dieselben Prinzipien reden, reden wir beide oder helfen Menschen, die zu erfahren, vollkommen anders. Das heißt, eine Frau betrachtet die Welt Stückchen anders, sie erlebt die Welt Stückchen anders wie ein Mann. Und plötzlich hat sich in den Seminaren also dieses Beide im Vergleich, dieses Weibliche und dieses Männliche, weil ich angefangen habe, weiblich zu sein, hat man angefangen, noch mehr männlich zu sein. Plötzlich hatte man diese zwei Pole von Plus und Minus, die sich ergänzt haben und angezogen haben, statt dieses Minus, Minus, Plus, Plus, die sich ständig auseinanderheben. Und dadurch kam ich zu dem Thema und das Thema hat mich immer mehr und mehr fasziniert. Und dann kam ich auf die Idee, eben nur mit den Frauen zu versuchen. Und das war für mich der zweite Punkt in meinem Leben, wo ich wirklich angekommen bin. Angekommen nicht in dem Sinne der Erleuchtung oder irgendwie jetzt bin ich schon ganz fertig mit allem. Überhaupt nicht. Aber das war so dieses Gefühl, sich mit meiner Weiblichkeit auseinanderzusetzen, war für mich wie einfach zu Hause anzukommen. Ich kann das wirklich nicht anders sagen. Es war wirklich so ein heimliches Gefühl und ein Gefühl der Entfaltung, aber von zu Hause her. Ja, das heißt, auch wenn mit jedem Jahr mehr Kraft, mehr Eigenschaften dazu kommen, jegliche spirituelle Suche ist für mich einfach dadurch vorbei, weil ich weiß, in meiner Weiblichkeit bin ich zu Hause. Ich brauche nicht mehr außen suchen.
Das geht immer tiefer nach innen. Ja. In der chinesischen Medizin kennt man ja dieses Prinzip Yin und Yang. Ja? Also praktisch die Männlichkeit und die Weiblichkeit. In unserer jetzigen Gesellschaft wird ja das mit der ganzen Gender-Propaganda und so weiter, die da läuft, irgendwie so dieses Thema abgeschafft, Männlichkeit, Weiblichkeit. Ja? Das heißt, dass keiner seinen eigentlichen Ursprung mehr kennt. Bei den Frauen spricht man von Emanzipation. Die meinen, sie müssen jetzt in die männliche Rolle reinspringen. Was ist das Ergebnis, wenn Frauen in die männliche Rolle reinspringen? Und ich als Therapeut kriege das immer mit. Die Frauen, die irgendwann sich entschieden haben, Macher zu werden, die sagen, okay, ich stehe meinen Mann. Wenn das eine Frau sagt und ihre weiblichen Werte nicht mehr kennt, passiert Folgendes: Sie verändern ihre Optik. Und zwar die Optik geht in die Richtung, sie kriegen männliche Beine, männliche Hände, die kriegen dann richtig dicke Finger in diesem Sinne, sie kriegen eine männliche Statur. Dann geht es nochmal weiter. Ja? Also ich habe spezielle Quantencomputer, wo ich die Leute auslesen kann. Ja? Und da wird immer das Männlichkeit- und das Weiblichkeitsprinzip angezeigt. Und wenn bildhübsche Frauen da sitzen, die keine Weiblichkeit mehr haben, also der Computer zeigt es dann an, dann weiß ich, es sind Macherfrauen. Das heißt, sie stehen ihren Mann. Sie managen alles, sie machen alles und sie haben ein riesen Aufgabengebiet. Oft stehen sie noch mit beiden Beinen im Berufsleben. Ja? Und dann erkennt man das Ganze. Dann sind viele Frauen schockiert. Wow, ich habe keine Weiblichkeit. Aber wenn man da mal in die Tiefe geht, du hast dich so entschieden. Ja, du wolltest ja nicht mehr weiblich sein. Du wolltest ja in die Emanzipationsrolle eigentlich reingehen. Und dann könnte man noch einen Schritt weiter gehen. Das Thema, wenn man seine Weiblichkeit nicht lebt, kriegen manche Frauen MS, also richtig schöne Ganzkörperschmerzen, weil sie natürlich die Polarität sich komplett verschiebt. Ja. Und das Thema Brustkrebs natürlich ist auch ein wesentlicher Faktor. Genau. Ja, es geht praktisch ja auf alle Organe der Weiblichkeit. Ja. Das andere Problem bei den Männern ist wieder, ja, sie werden weiblich. Ja. Also die Männer, so wie sich eine Frau eigentlich einen Mann vorstellt, gibt es ja immer weniger. Man hat immer so einen Eindruck, die werden immer weicher, die Männer. Ja, immer noch weicher und noch weicher und die Frauen werden immer härter, die Männer immer weicher. Es stimmt das ganze natürliche Prinzip nicht mehr und jetzt kommen die Menschen nicht mehr klar damit. Und du bringst praktisch die Frauen in deinen Seminaren wieder in diese Mitte, in den eigentlichen Ursprung, dass sie wissen, was bedeutet Weiblichkeit. Und es hat auch einen gewissen Anreiz, sage ich einfach mal, auf Männer, weil eine Frau, die richtig weiblich ist, hat auch... Weiß ich, die Männer finden Gefallen daran. Oder wie gesagt, was sind deine Erfahrungswerte? Wenn eine Frau mehrere Seminare bei dir besucht, wie ist die danach? Was verändert sich? Kannst du ein bisschen was darüber berichten? Ja, du hast jetzt sehr, sehr viele Sachen angesprochen. Ja? Manche haben mich total berührt. Wo soll ich anfangen? Lass mich vielleicht so beginnen. Also die Natur sucht sich ihren Ausgleich, so wie du gesagt hast. Wenn die Frauen männlich werden, dann natürlich werden die Männer ein Stückchen weiblich. Wir merken alle, es ist etwas irgendwie aus dem Gleichgewicht gekommen und das fühlt man einfach. Aber wenn man so unsere Geschichte ein bisschen beobachtet, dann wird auch vieles klarer, weil der Teppich der Weiblichkeit und der Männlichkeit, da wird ja schon lange geworben und das hat auf uns Einfluss. Und der Punkt ist der, dass die Frauen einfach sich an diese Freiheit erstmal in meinen Augen erfreuen wollten. Weißt du, wir dürften so viele Jahre nichts tun. Wenn man überlegt, dass wir erst 70er Jahre durften wählen, wir waren irgendwie Besitz des Mannes. Wenn man die Literatur von früher anschaut, gell? Alles, was mit dem Weib zu tun hatte, war negativ. Also ihre Kräfte wurden beschnitten. Und aus dieser Bewegung so eine Unterdrückung, wobei, wenn ich von Unterdrückung spreche, dann möchte ich auch, also ich halte nichts von diesem männlichen Feindbild. Das ist mir fremd. Die Männer haben auch ihren Schmalzkörper, sogenannten Schmalzkörper, die haben auch in Vergangenheit vieles anstecken müssen. Ja? Nur ich beschäftige mich eben mit dem Weiblichen. Ja? Aber aus dieser Unterdrückung heraus kam irgendwann so eine natürliche Wut, dieses, also genug ist genug. Ich mag nicht mein Leben am Herd verbringen und ich mag auch nicht Besitz des Mannes sein. Und das war eine natürliche Bewegung. Und der erste Schritt, das war diese Emanzipation, die schon ein Stückchen gegen das Männliche ging.
Das heißt, es war ein Nein zu den Männern, aber kein Ja zur Weiblichkeit. In meinen Augen war diese Bewegung notwendig. Wenn eine Kraft zu lange unterdrückt wird, dann irgendwann bricht es aus. Und die bricht nicht sanft aus. Das ist wie ein Vulkanausbruch. Es bricht auch Schaden mit sich. Gell? Aber diese Wut, das konnte nicht mehr unterdrückt werden. Nur die Emanzipation hat uns Freiheiten beschert. Aber sie hat uns nicht die Weiblichkeit zurückgebracht. Das heißt, aus der Wunde heraus gingen wir in diese Wutphase, wo wir sagten, so, jetzt lassen wir krachen. Wir kommen auch ohne euch Männer zurecht. Gell? Und wir zeigen euch, wie gut wir zurechtkommen ohne euch. Gell? Aber jetzt, meinen Beobachtungen nach, von mir, von den Frauen, die zu mir kommen, das ist ein Zustand der Freiheit, die uns aber nicht zufrieden macht. Wir merken, uns fehlt etwas. Das heißt, wir erledigen unser Leben fantastisch. Wir bauen Häuser, wir kommen super zurecht. Aber durch dieses Machen haben wir uns von einer Essenz entfernt. Und das Leben, obwohl ich so viel erreiche, hat nichts mehr mit einem Leben mit Zufriedenheit und Tiefe zu tun. Also wenn ich meinen Frauen in Seminaren zuhöre, sie sprechen oft von Funktionieren. Und das, also mir ist es zu wenig. Weißt, ich bin der Meinung, unsere Zeit hier auf der Erde ist so kurz. Und ich möchte nicht 60, 70 Jahre meines Lebens als gut funktionierender Mensch verbringen. Ich möchte wirklich mehr entdecken. Und zu diesem mehr Entdecken gehört einfach, sich mit etwas Tieferen in mir auseinandersetzen. Und in der Arbeit sind das oft alte Wunden, die aufgerissen werden. Da, wo größte Angst oder größte Wunde, da ist oft auch das größte Potenzial. Ja. Das heißt, wir kommen natürlich mit solchen Themen in Verbindung. Wieso, wie ich bin, bin ich nicht gut genug? Wer bin ich überhaupt als Frau? Viele Frauen kommen mit riesen Fragezeichen in die Seminare. Aber was in der Frauen- oder in der Weiblichkeitsforschung, wie ich es am liebsten bezeichnen, weil wir heute selber nicht wissen, wer wir wirklich sind. Aber wir haben die Freiheit zu forschen. Und wenn sich mehrere Frauen in einem Raum treffen, die Bereitschaft haben, miteinander in die Tiefe zu gehen und für sich selbst zu forschen, was die Weiblichkeit ist, passieren unglaubliche Dinge. Weil so geht jeder Frau auf die eigene Reise. Und es gibt es nicht die Weiblichkeit. Es gibt es so viele Facetten des Weiblichen. Du kannst dich bei der Weiblichkeit mit deinem Becken auseinandersetzen, mit deinem Körper. Also überhaupt für mich der weibliche Weg ist auch teilweise das, wieder zu entdecken, was wir verlernt haben. Und als intellektuelle Gesellschaft haben wir aufgehört, wirklich unseren Körper zu bewohnen und mehr Zentren zu leben als nur den Verstand. Und die Frauen zahlen da viel höheren Preis. Gell? Das heißt, ein sehr großer Teil der Weiblichkeitsarbeit ist auch der, dass die Frauen sich ihren Körper wieder zurückkommen, ihren weiblichen Körper. Weil auf der Intellektebene gibt es nicht so viele Unterschiede zwischen uns, aber auf der Körperintelligenzebene, wie wir mit meinem Mann eben viel unterrichten, sind die Unterschiede enorm. Und da plötzlich merkst du dieses Plus und Minus, das sich befürchten und sich befruchten und sich begegnen. Und weil ich dem Männlichen gegenüber sehr aufgeschlossen bin, ich liebe das Männliche und ich liebe männliche Männer, glaube ich, fließt auch ein Teil der Arbeit, wo die Frauen einfach sich immer am Ende des Seminars unwahrscheinlich auf ihre Männer freuen und die Männer sich unwahrscheinlich auf die Frauen freuen. Mhm. Weil wenn die Frauen so von der weiblichen Energie getankt haben und diese neue Identität langsam als Frau für sich entdecken, dann der nächste natürliche Schritt ist wirklich, sich dem Männlichen zu begegnen und sich als Frau mit dem Männlichen zu erleben. Ich sage immer, es gibt es Sachen, die nur unter den Frauen geheilt oder erfahren werden können. Und gibt es Sachen, die nur zwischen Mann und Frau erfahren und geheilt werden können. Beides ist wichtig. Ich durfte es ja miterleben auf dem KI-Seminar, wo du mit dabei warst. Und für mich war es ein totales Phänomen, es einfach mitzuerleben, was Weiblichkeit bedeutet. Du hast ja auch verschiedene Parts damit einfließen lassen. Und einfach nur dazu zu sehen, was das bedeutet, eine gewisse Ausstrahlung zu haben und diese Ausstrahlung zu kräftigen mit verschiedenen Übungen, die wir damals gemacht haben. Einfach nur das bloße Beobachten, wie das auf jemanden wirkt oder wie es auf mich gewirkt hat, war für mich ein richtiges Erlebnis. Ja? Und es gibt immer so in unserer Gesellschaft wird immer so diese Optik nach vorne gestellt. Ja. Ja? Du musst gut aussehen, du musst toll aussehen und sonstiges. Aber es gibt einfach Frauen, die sehen toll aus, wo du sagst, wow, die schaut gut aus, aber es ist kein Reiz da.
Mhm. Ja, da ist kein Reiz. Schaut zwar schön aus, ist schön anzusehen, mhm. aber das gewisse Etwas fehlt. Ja. Ja? Das heißt, das gewisse Etwas nenne ich jetzt einfach mal Weiblichkeit, ja. weil Weiblichkeit eine gewisse Anziehung auch irgendwie hat. Und wenn man natürlich mit sich im Reinen ist und mit sich im Klaren einfach authentisch ist, dann hat man eine ganz andere Ausstrahlung. Ob das dann in dem Beruflichen ist, mhm. im Familiären oder mhm. was auch immer, es wirkt sich positiv auf mhm. das ganze Umfeld, mhm. ja, auf das ganze Lebensfeld in dem Sinne. Mhm. Und die größte Suche, was der Mensch eigentlich hat, was ich immer wieder mitbekomme, ist die Suche nach der höheren Wahrheit, ja. um zu sich selbst zu finden. Mhm. Das heißt, wir kommen hier auf die Welt, wir genießen hier irgendwie eine gewisse Schulbildung. Ja, da kann man sich auch wieder ganz extrem darüber diskutieren, was eigentlich da alles kaputt gemacht wird. Mhm. Und das, was in den jungen Lebensjahren alles kaputt gemacht wird, muss der Mensch dann wieder danach schmerzhaft versuchen, irgendwie umzukrempeln. Mhm. Ist ganz halt auf der Suche, was kann ich noch verändern und. Und es ist meine persönliche Ansicht, darum war ich auch so heiß auf das Interview heute, mhm. weil dieses Thema Weiblichkeit so ein wichtiger Aspekt ja. ist. Und ich habe es im Vorgespräch auch schon mal gesagt, was auch sehr unterdrückend wirkt, ist zum Beispiel, wenn Frauen Antibabypillen verwenden. Mhm. Ja? Mhm. Erstens mal ist es nicht gut für unser Grundwasser, weil das mhm. findet man ja alles ja. da drinnen. Mhm. Wir haben 70% weiblichen Fischbestand inzwischen. Mhm. Hat natürlich auch, was auch damit zu tun, mhm. dass die Männlichkeit dann immer mehr verdrängt wird. Ja, wenn der Fischbestand schon weiblich wird, dann wird es auch irgendwann weniger Männer vielleicht geben. Mhm. Oder diese Männer, die es dann gibt, sind dann zu weiblich. Das heißt, diese ganzen Aspekte sind nicht mehr da. Vielleicht mal ein bisschen in die Geschichte rein, deine Vorgehensweise. Was machst du da genau im Seminar? Wie steigst du in so ein Thema ein? Und wie schaut es zum Schluss aus, wenn die Frauen aus deinem Seminar gehen? Ja, du hast wieder so viele Sachen reingebracht, ja. wo ich kurz überlegen muss, okay, wo setze ich an? Zum Beispiel bei der Babypille. Das hat auch etwas mit der Arbeit dann zu tun. Weißt, wenn man sich selbst nicht mehr spürt, wenn man den Zugang zu der Intuition oder weibliche Intuition nicht mehr hat, dann macht man viele Sachen, die einem nicht unbedingt gut tun. Mhm. Aber es gibt es ja so viele Forschung in diese Richtung. Man glaubt der Forschung, der Wirtschaft und so weiter. Gell? Und man prüft das für sich nicht. Fühlt das sich für mich als Wahrheit oder eben nicht? Also ich finde, dass da ist uns wirklich das meiste abhanden gekommen. Unsere weibliche Körper oder überhaupt unsere Körper, wie gesagt, wir sprechen jetzt von der Weiblichkeit, aber auch die Männer haben einen Körper, der auch mit Intuition die versorgt. Er ist dafür da, um wahrzunehmen. Wenn ich nur in meinem Intellekt bin, kann ich nicht wahrnehmen, ich kann nur denken, ich kann nicht fühlen mit meinem Kopf. Sobald ich meinen Körper wieder bewohne, und genau da geht die Arbeit, kann ich wieder wahrnehmen, ich kann intuitiv spüren und ich weiß, das tut mir gut und das tut mir nicht gut. Das fühlt sich gut an, das fühlt sich nicht gut an. Plötzlich wird alles ruhig und einfach. Sobald wir im Verstand sind, wird alles wieder kompliziert und das kann eigentlich in jeder Richtung gehen. Könnte nicht. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste in der Frauenarbeit, was bei uns passiert, dass die Frauen ihren Körper zurückbekommen und da die Reaktionen sind meistens eine unglaublich tiefe Dankbarkeit, an einem Ort anzukommen, der so lange Zeit verschollen war, aber sowas von vertraut ist. Weißt du, das ist wirklich dieses Gefühl, boah, vielleicht in diesem Leben habe ich das noch nie wahrgenommen, aber das fühlt sich so uralt und so vertraut an. Diese Art der Wahrnehmung von mir selbst, diese Art der Wahrnehmung von meinem Becken, von meinem Innenleben. Und manchmal, um an diese Sachen ranzukommen, muss man durch gewisse Ängste durch gewisse Verletzungen. Ich meine, wir haben alle unsere Gründe, warum wir zugemacht haben, warum wir uns nicht mehr wahrnehmen wollen. Das sind meistens schmerzhafte Erfahrungen. Und da setze ich an einem Thema, das mir auch sehr, sehr, sehr am Herzen liegt, an der menschlichen Emotionalität. Wir sind als Fühlwesen geboren worden und nicht als Denkwesen. Das ist schon der erste Ansatz. Und die Frauen sind noch intensiver in einer Gefühlswelt wie die Männer. Danke. Ja? Weil die Männer werden ja so erzogen, dass sie keine Gefühle zeigen dürfen. Mhm. Ja? Mhm. Allein, dass ein Mann anfängt zu weinen, dann brauchst du schon sehr, sehr viel. Ja. Wie er gelernt hat, ey, du musst stark sein, du darfst nicht weinen, das ist nicht männlich. Ja? Ja. Du, da musst du deine Gefühle schon unterdrücken. Ja. Aber es geht ja schon in die Weiblichkeit ja auch rein. Absolut. Ja? Weil die Frauen
sind eine sehr, sehr starke Gefühlswelt, müssen aber auch diese ganzen Gefühle unterdrücken, weil wir natürlich in unserer Gesellschaft, wie wir sie damit umgehen, mit Gefühlen. Du hast zu funktionieren, wie du es erwähnt hast. Das ist der Punkt. Du musst einfach funktionieren und darfst keine Gefühle mehr zeigen. Das ist der Punkt. Wie machst du das in deinem Seminar, dass du die Frauen da hinkriegst, dass es einfach ihre Gefühle wieder leben, mit ihrer Weiblichkeit in Harmonie sind? Wie steigst du da ein oder erzähl vielleicht mal so die einzelnen Schritte, wie sich das so... Als erstes nehme ich deine Angst vor dem Fühlen. Das heißt, weißt du, wir sind so gepolt, dass wir glauben zum Beispiel, dass es positive und negative Gefühle gibt. Gell? Und wie du es schon angedeutet hast, unsere Gefühlswelt kann wirklich die Autobahn in den Himmel oder in die Hölle sein. Je nachdem, wie ich meine Gefühlswelten angehe. Und weil wir schon so lange Zeit in Widerstand gegen die Gefühle sind, vor allem alle intensiven auch Gefühle, weil es auch positiv und negativ gibt, gell? Bewegen uns in diesen Widerstand. Das heißt, wir wollen auf bestimmte Art und Weise auf einer Sparflamme funktionieren. Und wenn du der Frau das Fühlen wegnimmst, dann nimmst du ihr Bein oder Arm weg. Da, ohne das kann sie einfach nicht leben. Sie kann funktionieren, aber sie kann nicht leben. Gell? Und natürlich durch die Übungen, aber auch durch den Frauenkreis, wird dieses Thema extrem aktiviert. Weißt du, wenn sich 12, 20, 25 Frauen treffen, das ist Fühlen pur. Das ist Fühlen pur. Und ich baue die Übungen so auf, dass die Frauen einfach mit Gefühlen konfrontiert werden, die sie nicht so gerne haben. Um zu zeigen, dass wenn ich ein Gefühl tatsächlich vollständig zulasse, egal wie negativ es bewertet ist, löst sich das Gefühl sofort auf. Aber wenn ich im Widerstand gegen die Trauer zum Beispiel gehe oder meine Wut gehe, dann hat er eine zerstörerische Wirkung. Entweder auf meinen Körper, je nachdem, wie ich gepolt bin. Wenn ich ein Mensch bin, wo es ein introvertierter Mensch bin, dann meistens wenden sich meine Gefühle gegen mich. Ja, und die entsprechende Krankheit, wenn ich extrovertiv bin, dann ist das oft der Ehemann oder die Kinder oder meine Angestellten, die unter meinen Gefühlswelten leiden. Aber beiden geht ein Widerstand gegen das, was ist, ist ein Widerstand zugrunde. Und in dem Moment, wo dieser Widerstand weggenommen wird, fühlst du einfach, was du gerade fühlst. Und plötzlich fühlst du dich total mit dir und mit deinem Körper verbunden. Plötzlich ist die Angst vor dem Fühlen weg. Und dann ploppen natürlich Themen. Und wenn wir diese Themen auf diese Art und Weise angehen, fühle, was gerade da ist. Boah, gerade ist Angst da. Okay, fühle weiter. Dann macht sich das sogenannte Spektrum der emotionalen Intelligenz auf. Das ist jetzt ein bisschen kompliziert, ohne Erfahrung. Ich versuche trotzdem zu beschreiben. Du gehst in eine stark belegte Emotion, nehmen wir Angst. Am Anfang fühlt sich wie Angst. Es lähmt mich, gell? Ich zittere am Körper, ich bin total im Widerstand gegen mich, Situation, wie auch immer. Gell? Wenn du diese Angst zulässt und die Energie anfängt plötzlich zu fließen, merkst du, da ist Kraft. Weißt du? Und so wird etwas Blockiertes transformiert zu einer Energie, die dir zur Verfügung steht. Und Angst kann ein super Ratgeber sein. Das heißt, ich nehme Angst wahr, okay, dann nehme ich die Situation noch besser wahr. Droht da eine Gefahr? Nein, es ist nur die Aufregung. Ich lasse die Energie zu und dann steht sie mir zu meinen Gunsten. Und ich bin nicht in der Trennung von mir selbst und von meiner Umgebung. Wenn ich meine Gefühle unterdrücke, gehe ich aus dem Kontakt mit mir selber raus und aus dem Kontakt mit meinem Gegenüber. Wenn ich in mir in tiefem Kontakt mit mir selber bin, bin ich erst mal dadurch fähig, in Kontakt mit meinem Gegenüber zu sein. Und letztendlich auf diesen Prinzipien sind die Übungen aufgebaut. Ja, dass man einfach mit der Emotionalität konfrontiert wird und lernt sie einfach neu zu erleben und dadurch wirklich einfach neue Synapsen in unserem Gehirn zu binden. Du hast gerade dieses Thema Emotionen angesprochen, Gefühle und so weiter. Wie sind deine Erfahrungswerte, wenn ich diese ganzen Stagnationen wieder in den Fluss bringe? Weil sehr viele Frauen haben Unterleibsprobleme. Ja. Zysten, Verwachsungen, die sitzen ja nur beim Frauenarzt und lassen sich irgendwie Sachen dann wieder operativ entfernen und so weiter. Es kommt alles nicht von ungefähr, ja. Oder die ganzen Brusterkrankungen, sonstiges, ja. Es wird ja immer mehr, das ist ein riesen Industriezweig inzwischen, den Frauen die Brüste abzunehmen, ja. Dann gibt es dann so Spezial-BHs und dies und jenes. Und ich habe da schon von einigen Leuten gehört, dass es ein florierendes Geschäft ist, ja. Aber wenn du natürlich einer Frau die Brust
wegnimmst in diesem Sinne operativ, sind es ja seelische Vernarbungen. Das ist nicht nur äußerlich, das ist ja seelisch ganz extrem. Ja. Ja, dann wird die Weiblichkeit wieder eingeschränkt. Ja. Wie sind da deine Erfahrungen, wenn dieser Fluss wieder da ist? Ändert sich gesundheitlich bei den Frauen auch was? Haben die weniger Unterleibsprobleme? Gab es da irgendwelche Rückmeldungen? Weißt du da was davon? Also ich muss sagen, bis jetzt hatte ich nicht so viele Frauen, die über... Ich hatte einige Frauen ohne Gebärmutter, wo die Gebärmutter rausgenommen worden ist, wo sie wirklich diese panische Angst hatten, meine Gebärmutter ist weg, also ich kann mich nicht mehr wahrnehmen. Ja. Wo die Erfahrung ist genau das Gegenteil. Mhm. Ja. Wo man sagt, energetisch ist alles vorhanden und über meinen energetischen Zugang kann ich trotzdem mein Becken wahrnehmen. Mhm. Ich hatte keine Frauen bis jetzt, wo die Brüste abgenommen worden sind. Also da kann ich nicht davon sprechen. Aber ich habe sehr, sehr viel Erfahrung, wo die Frauen unter den Tränen sagen, dass sie ihr Becken wieder zurückhaben. Weißt du, wenn eine Krankheit im Becken entsteht, das ist immer ein Prozess. Ob es eine Zyste ist, das sind immer Sachen, die über Jahre passieren. Und sowas kann nur dann passieren, schon wieder das Gleiche, wenn du dich nicht wahrnimmst. Wenn du deine Emotionen gar nicht spürst, dann kommst du nicht tiefer wie bis da. Ja? Wenn du deine Verbindung auch mit dem Becken und mit der Erde spürst, dann hast du so ein gutes Gespür für dein Becken, dass sobald sich was verschiebt, du spürst das sofort. Ja? Und du weißt auch meistens, womit es zu tun hat. Das heißt, mein Weg ist wirklich dieser Weg, sich wieder wahrzunehmen, intuitiv in meinem Becken zu werden. Und viele Sachen bilden sich auch zurück. Also unser Körper ist so genial, dass wenn wir was begriffen haben, wenn wir was erkannt haben, das sind nur so Meldungen, gucke dahin. Ja. Und natürlich, wenn du jetzt Becken ansprichst und die Zysten, ist natürlich die weibliche Sexualität. Ja, das ist das A und O. Ob weibliche, männliche Sexualität, ist es überhaupt ein Thema, das sehr belegt ist, das nicht gelebt wird. Wenn die Frau für sich kein Gespür hat, dann hat sie auch kein Gespür für die Sexualität. Sie weiß nie, was ihr gut tut, was ihr nicht gut tut, was sie möchte, welche Berührungsart ja oder nein. Oder sie traut sich nicht zu sagen. Und dann bleiben die Sachen einfach im Becken zurück. Mhm. Und die Energie kann nicht fließen. Daraus kann natürlich alles Mögliche entstehen. Ja. Wenn man sich selbst nicht wahrnehmen kann, dann kann man auch den Gegenüber nicht wahrnehmen. So ist es. Ja, man muss praktisch wieder bei sich selbst anfangen. Mhm. Weil... nur wenn man sich mit sich selbst im Reinen ist, ja, wenn man sich so akzeptiert, wie man ist, kann man den Gegenüber wahrnehmen. Und dann ist die Chance wieder, eine vernünftige Beziehung zu führen. Ja. Das große Problem ist ja, die Partner fühlen sich ja gegenseitig nicht verstanden. Ja. Wenn ich mit dem einen Partner rede, der sagt das so und so, mit dem anderen Partner, der erzählt genau aus seiner Sicht. Ja. Und man sieht einfach, die kommen einfach nicht zusammen. Und wenn man dann in die Tiefe reingeht, nehmen sich beide nicht wahr. Ja, das ist einfach so, man funktioniert, man läuft nebeneinander her, aber das Ergebnis ist eine Katastrophe. Ja. Ja. Da gehen die Leute in eine Beziehung, in eine Ehe, und dann funktioniert das Ganze nicht, weil sie sich gegenseitig nicht wahrnehmen können. Ja, weil du hast diesen Begriff funktionieren, es ist wirklich ja so. Ja. Viele sprechen ja von einer Zweckbeziehung oder von einer Zweckehe. Habe ich auch schon sehr oft gehört. Und wenn man halt solche Dinge dann hört, dann läuft irgendwas total aus dem Ruder und irgendwas total schief. Und du gibst solchen Leuten, beziehungsweise du machst es ja eigentlich nur für die Frauen, ganz speziell, einfach wieder die Gefühlswelt zu eröffnen, dass die Frauen sich wahrnehmen können. Und vielleicht kannst du was dazu sagen, wie äußert sich das dann danach in der Beziehung, wenn die Frauen aus deinem Seminar wieder nach Hause kommen zu ihren Männern? Wie ist das Erlebnis? Gut, ich kann in erster Linie vielleicht von meinem Erlebnis erzählen, wie es für mich ist, weil hinterher gibt es nicht so viel Austausch. Also zu uns kommen immer wieder Männer von den Frauen, die bei mir auf den Seminaren waren, und die berichten oft, dass die Frau einfach anders war, dass sie ruhiger war, dass sie tiefer war. So nach dem Motto, danke für die neue Frau. Ja? Wirklich. Ich habe schon viele Dankesmails von den Männern bekommen. Wenn ich Dankesmail von den Frauen in Bezug darauf bekomme, dann meistens, dass die endlich wieder mal richtig, richtig schönen Sex miteinander hatten, weil diese Anziehung von Plus und Minus wieder da ist. Das heißt, wenn die Frau in ihrem Minus gestärkt wurde, dann zieht sie zu dem Plus hin. Gell? Das heißt, oft ist es so, dass es plötzlich die Anziehung so stark da ist, dass die einfach übereinander herfallen. Sage ich einfach so ganz offen. Gell?
Was ich oft beobachte, das ist das, wenn ich mich selber in den Frauenkreis mit der Weiblichkeit aufgeladen habe, ich bin viel ruhiger, ich bin viel zufriedener und meine Beziehung mit meinem Mann ist viel harmonischer dadurch. Wir haben eine brutal ehrliche Beziehung mit meinem Mann, wir sind sehr, sehr offen, sonst gibt es ja keine Beziehung ohne diese Offenheit. Wir haben einen wunderbaren dreijährigen Sohn zu Hause, deshalb, das ist bei uns ist immer natürlich viel los. Und der Alltag, wenn ich zu lange nicht mit meiner Weiblichkeit wieder in Kontakt komme, dann merke ich, der Alltag wird immer anstrengender. Ich werde immer unzufriedener. Und es gibt so einen Spruch, wenn es der Frau schlecht geht, geht es der ganzen Familie schlecht. Wenn es der Frau gut geht, geht es der ganzen Familie gut. Das heißt, ich kann beobachten, wie die ganzen Strukturen bei uns zu Hause plötzlich nicht mehr gut laufen. Und sobald ich wieder Zeit für mich genommen habe, ob durch das Frauenseminar oder einfach für mich im Alltag, ich mache auch viel für mich, und wieder bei mir angekommen bin, wieder mich wahrnehme, dann merke ich das sofort am Alltag. Und für mich, Spiritualität macht nur dann Sinn für mich, wenn dieser Alltag bezogen ist. Also mit dieser Spiritualität, wo ich irgendwie so aus dem Alltag wegfliege, mit der kann ich ja gar nichts anfangen. Für das, was meinen Alltag unterstützt, dass es noch tiefer erlebt wird, ja, da bin ich sehr dankbar und das ist meine Richtung. Und wenn es an dem Alltag vorbeigeht oder an der Beziehung vorbeigeht, dann merke ich, und das ist genau das, was letztendlich passiert im Alltag, ja, dass da vieles spürbar ist. Und das sind keine großen Sachen, weißt du, plötzlich sitze ich mit meinem Dreijährigen und ich habe das Gefühl, das sind jetzt die schönsten Momente meines Lebens, weil wir so tief im Kontakt als Sohn und als Mutter sind. Oder ich sitze mit meinem Mann am Abend. Ich bin so gut bei mir, dass wir eine Begegnung haben nach 10 Jahren Ehe, betone ich, die einfach herzzerreißend ist, gell? Weil wir wieder uns die Zeit genommen haben, bei sich anzukommen. Und das finde ich das Wichtigste. Wenn ich die Beziehung mit mir geklärt habe, dann sind alle anderen Beziehungen leicht. Also man kann auch praktisch so Beziehungen, die einfach totgelaufen sind, ich nenne es einfach mal, wieder zum Leben erwecken. Absolut. Ja? Du hast gute Erfahrungen damit. Absolut. Ja? Du weißt, dass wir hier bei unseren Zuschauern 70% Männerquote haben. Oh. Ja? Das heißt, alle Männer werden wahrscheinlich ihre Frauen zu dir schicken zum Seminar. Ne? Das kann durchaus passieren. Ja. Ich glaube, das hilft jedem. Das hilft den Kindern, das hilft den Männern, aber das hilft in erster Linie den Frauen, sich einfach zu fragen. Ja. Das hilft der ganzen Familie, der ganzen Gesellschaft in dem Sinne. Weißt du, einfach die wichtigen Fragen auch zu klären. Wir Frauen, wir sind so gewöhnt, uns auch immer so auf der letzten Stelle zu stellen, weil so viele andere Sachen vorgehen. Wir sind sehr hyperaktiv geworden. Und weißt du, ich bin nicht der Meinung, dass es schlimm ist, dass wir die männlichen Anteile haben. Überhaupt nicht. Die haben wir entwickelt. Und für diese Gesellschaft brauchst du die ja, um hier einfach auch zu leben, nicht zu funktionieren, zum Leben. Aber wenn auch die weiblichen Anteile zurückkommen, dann kommt zu einem Gleichgewicht zwischen dem Weiblichen und Männlichen in uns und dann zwischen uns. Und das ist ein wunderschöner Prozess. Also jetzt nicht nur das Weibliche, nur dieses Gleichgewicht zwischen den beiden. Ich liebe diesen Beispiel, den ich mir irgendwann ausgedacht habe. Der liebe Gott hat uns 12 Farben gegeben, um sich das Leben bunt zu malen. Mhm. Und wir gehen mit 3 Farben durchs Leben durch. Mit 3 Farben kannst du nicht viel Buntes machen. Und mit 12 Farben sind das schon anders. Gell? Und wenn ich diese Anteile so zurückhole, dann wird mein Leben einfach bunter. Ja. Es gibt ja in deiner Arbeit noch einen ganz wesentlichen Punkt, der auch geheilt wird, was du erwähnt hast. Mhm. Das Thema Frauen untereinander. Mhm. Ja, jeder kennt das in irgendeiner Arbeitsstelle, wo viele Frauen wirken. Ist immer dieses Konkurrenzdenken da, wo sich die Frauen gegenseitig bekriegen. Da hast du aber erwähnt, dass sich auch da irgendwas verändert. Ja, also das ist das, was ich glaube, dass es in dieser Arbeit am meisten spürbar ist. Also ich sehe, wie, mit welchen Ängsten die Frauen ins Seminar kommen. Also irgendetwas, denen sagt, ich muss dahin. Dann sitzen sie im Kreis, gucken die anderen Frauen an, denken sie, oh Gott, was mache ich hier? Wie konnte ich mich jetzt für 3 Tage anmelden, wo ich nur mit den Frauen zusammen bin, weil sie so viele schlechte Erfahrungen haben, eben zweck dieser Konkurrenz. Wer ist schöner, wer ist toller von uns? Und Frauen, die wirklich in der Konkurrenzschiene reinrutschen, die sind grausam. Mhm. Also da mag sich wirklich eine Art der Grausamkeit
bemerkbar. Und das, was in meinen Seminaren so gut wie immer passiert, das ist das, dass der Kreis heilt. Das heißt, dass die Frauen viele zum ersten Mal im Leben eine Erfahrung machen, dass sich unter den Frauen zu treffen enorm heilsam und stärkend ist und nicht nur eine Art des Treffens, dass ich auf der Hut sein muss, was die anderen sagen. Es gab eine Teilnehmerin, die einen tollen Spruch von sich gegeben hat. Sie sagte, wisst ihr was, ich dachte, wenn die Frauen sich untereinander treffen, dann werden sie sich gleich nackig machen und nackig ums Feuer tanzen. Gell? Und das hat mich im ersten Moment so erschrocken, wie viele Annahmen da gibt, was es passiert, wenn die Frauen zusammenkommen oder wie verrückt das irgendwie bewertet wird. Und letztendlich das, was passiert, das ist das, dass wir uns an etwas Uriges erinnern. Die Frauen haben sich schon immer getroffen in Kreisen, um miteinander in die Tiefe zu gehen. Und wenn das nur halt, wenn dieses Stückchen halt, dass wir untereinander wieder in Kontakt kommen und die anderen wirklich als Schwestern betrachten und nicht als Konkurrenz, da wird echt schon viel, viel auch in der Welt bewegt dadurch. Ja. Sehr spannende Arbeit, was du da machst. Ich denke mal, da hat jeder was davon. Es verändert sich in der Familie alles, in der Gesellschaft alles, im Beruflichen kann sich sehr vieles verändern. Ich bedanke mich herzlich, Renata, dass du hier warst bei uns im Studio. Ich bedanke mich auch bei unseren Zuschauern fürs Zuschauen. Und wenn Sie einfach wollen, dass Ihr Leben sich komplett ins Positive verändert, wir blenden zum Schluss nochmal alle Kontaktdaten ein. Sie können sich gerne bei der Renata melden oder bei einem Seminar direkt dann gleich anmelden, wo sich Ihr ganzes Leben verändern wird. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Dankeschön.